Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert auf Allzeithoch und hat dabei in den letzten 10 Jahren sogar den S&P 500 mit Schwergewichten wie Apple, Microsoft, Tesla und Co. outperformt. Doch es kommt noch besser, denn während zahlreiche US-Aktien mit historisch weit überdurchschnittlich hohen KGVs bewertet sind, sind viele japanische Aktien noch immer günstig zu haben. In diesem Video stelle ich dir eine japanische Qualitätsaktie im Bereich IT-Healthcare vor, die aus meiner Sicht sehr attraktiv bewertet ist. Mein Name ist Thorsten Dieter. Geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien? Wir wollen von steigenden Kursen und Dividenden profitieren und wir wollen dabei uns auch Aktien aus aller Herren Länder anschauen, beispielsweise aus Japan. Los geht's. An dieser Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Passt bitte auf euer Geld auf und bevor ihr die Aktie tatsächlich kauft, dann befasst euch nochmal damit. Hier sehen wir den Nikkei 225, den wir auch komplett im Aktienfinder haben. Die Kursentwicklung und hier nochmal den S&P 500. Und ihr seht, das ist jetzt sogar seit 2012, Anfang 2012, also mehr als 10 Jahre. Und hier seht ihr die schöne Outperformance. Und wenn wir jetzt in den Aktienfinder reingehen, dann sind wir in der Lage, hier mal Japan auszuwählen als Land. Ich gebe das hier mal ein. Und dann sehen wir, dass wir hier nicht komplett den Nikkei 225 haben, sondern wir haben noch ein paar andere Aktien handverlesen, die ebenfalls aus Japan sind. Wenn ich jetzt einfach nur nach dem Qualitätsscore absteigend sortiere, also nach den Aktien, in die man langfristig investieren kann, dann seht ihr hier, zunächst seht ihr hier, dass alle japanischen Aktien, so gut wie alle Dividende zahlen, die schütten zweimal im Jahr Dividende aus, in den USA viermal. Wir sehen hier schön dynamisches Dividendenwachstum hier, meistens im zweistelligen Bereich. Und jetzt wird es interessant. Hier sind die KGVs, die absoluten KGV auf dem Bilanzierten, auf dem Bereinigtgewinn. Und ihr seht hier auf dem Bilanzierten zum Beispiel, dass es doch recht moderat erscheint im Vergleich zu Microsoft, Tesla, Nvidia und Co. Und hier seht ihr im Prinzip Annäherungen an den fairen Wert der jeweiligen Aktie. Und immer wenn das Minus davor steht und das grün ist, dann bedeutet das, dass die Aktie momentan mit einem niedrigeren Multiple, zum Beispiel KGV, KCV, KUV, gehandelt wird als in den vergangenen 10 Jahren. Das heißt, wir haben hier wirklich Qualitätsaktien und ihr seht hier, dass viele dieser Aktien auf den ersten Blick vermeintlich sogar günstig sind, obwohl wir hier schöne Kursgewinne haben. Zumal Kursverdoppler, viele Kursverdoppler, wenn man einfach nur lange genug dabei geblieben ist, hier auch einige Tenbagger dann draus geworden, über 15 Jahre. Und die Aktie, auf die ich es heute abgesehen habe, die heißt jetzt gut festhalten, nicht 3M, sondern M3. Running Gag fast, ich habe nämlich vor kurzem 3M verkauft und jetzt gucken wir uns M3 an. M3, IT Healthcare, ein sehr interessanter Sektor, weil im Gesundheitswesen haben wir einen oder zwei Megatrends im Prinzip, die solchen Unternehmen in die Karten spielen. Wir haben zum einen in Industrieländern wachsende Gesundheitsausgaben auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir genau deshalb Kostendruck. Also dieser Kostendruck, der führt zu oder muss führen zu Effizienzsteigerungen, damit man nicht die Leistungen kürzen muss. Und Effizienzsteigerungen, das macht man vor allem über eine funktionierende IT. Und genau da kommt M3 ins Spiel. Das ist ein Marktführer im Bereich IT-Healthcare in Japan und hat auch noch viel Expansionspotenzial international. Und der ist bereits, oder sie sind bereits auch expandiert. Das ist eines der wenigen IT-Unternehmen, IT-Dienstleister aus Japan, die auch international bereits erfolgreich Fuß gefasst haben. Ich möchte euch erstmal hier einführen im Qualitätscheck. Da seht ihr mal ein bisschen, mit was ihr es zu tun habt. Den Qualitätscheck können wir sofort mal sehen, ob die Aktie langfristig ein erfolgversprechendes Investment ist oder nicht. Ihr seht hier schön steigende Gewinne. Was auffällt hier beim bilanzierten Gewinn, das ist hier so ein Peak. Das hat damit zu tun, dass M3 Corona-Gewinner war. Und zum einen, deshalb hier eine Gewinnbeschleunigung und zum anderen, das sieht man hier schön anhand der Margen, dass hier die Nettomarge plötzlich fast an die operative Marge rankommt und vorher schon ansonsten deutlich niedriger ist. Hat damit zu tun, dass M3 sich von einem Tochterunternehmen gewinnbringend getrennt hat, sodass noch hier mal der Gewinn außerordentlich
hoch ausfiel beim operativen Cashflow, sieht man ein bisschen eher wieder eine Normalisierung. Man sieht auch schön, dass die Dividenden steigen. Die steigen, wenn ich mich richtig erinnere, seit 15 Jahren. Genau, seit 15 Jahren steigen die am Stück und im mittleren, ja, langfristigen Mittel hat das Unternehmen die Dividende um über 20% im Jahr gesteigert. Und wir sehen ja auch im freien Cashflow beispielsweise, dass die Dividende sicher ist. Ausschüttungsquoten werden wohl um die 20-22% irgendwo liegen. Wir sehen es auch hier, 26-25%. Und das heißt, weiteres Dividendenwachstum, ja, scheint ja schon fast garantiert zu sein. Was wir auch wunderbar haben, ist wie bei vielen japanischen Aktien eine sehr solide Bilanz. Also faktisch schuldenfrei. Wenn ich mir einfach mal anschaue, hier die zinstragenden Schulden und Cash gegenüberstelle, dann seht ihr hier zinstragende Schulden. Das ist diese rote breite Balken und das hier ist der Cashbestand. Das sind die liquiden Mittel, die übersteigen die zinstragenden Schulden bei weitem. Wir haben hier ein bisschen Goodwill in der Bilanz drin. Das ist, weil M3 nicht nur organisch wächst, sondern auch durch strategische Zukäufe. Das machen sie aber schon seit langem, wie man hier schön sehen kann. Die haben ja schon seit langem Goodwill und hat ja auch bisher gut funktioniert. Sondern scheint also ein fähiges Management zu sein. Wenn wir mal hier in die Dividenden bis Historie ein bisschen reingucken und wie hoch die Dividendenrendite ist, dann gehen wir in den Dividendenturbo. Und was interessant ist, das seht ihr hier, die hatten vor kurzem also eine Mikrodividende bezahlt mit unter 0,1%. Das war Ende 2020, da hat die Aktie wohl auf dem Höchstkurs notiert. Wir gucken uns die Kursentwicklung auch gleich an und dann die faire Bewertung, das wird dann richtig interessant. Und jetzt seht ihr hier, wie die Dividendenrendite angezogen ist. Also relativ sehr stark, hat sich verachtfacht und dann nehmen wir dynamisches Dividendenwachstum. Da kämen wir dann momentan auf Dividendenrendite von 0,8 und kämen dann im April 2027 immer mal auf 1,34% persönliche Dividendenrendite beim heutigen Kaufkurs. Wir haben hier also eine Aktie vor uns, die zwar dynamisches Dividendenwachstum hat, deren Dividendenrendite aber noch mit 0,8% überschaubar ist. Interessant wird es natürlich dann, wenn wir mit der Aktie auch Kursgewinne erzielen können. Dann müssen wir jetzt dann also in die Bewertung reingehen. Schauen wir uns erstmal an, wie lukrativ die Aktie langfristig war. Hier sehen wir auf die letzten 10 Jahre, da hat dann die Aktie eine Performance abgeworfen von 260%. Man sieht aber, du erkennst wahrscheinlich auch sofort hier die starke Korrektur, die wir gehabt haben. An Spitze war die Aktie, wie viel wert? Über 10.000 japanische Yen, 10.500 und momentan kostet sie noch 2.300 japanische Yen. Hat also hier deutlich gelitten, der Aktienkurs ist so um die, sagen wir mal, ja, knapp 80% eingebrochen. Und ich sage es ganz offen, ich konnte jetzt keine wirklichen Gründe, einen wirklichen Grund habe ich gefunden, den präsentiere ich euch auch. Aber ich habe keinen Grund gefunden, der unternehmensintern ist, also betriebswirtschaftlich, dass das Unternehmen starke Probleme hätte. Wobei ich auch dazu sagen muss, die Geschäftsberichte aus Japan, die sind sehr kurz gehalten und da steht deutlich weniger drin als zum Beispiel in den USA oder auch Deutschland. Wir haben aber trotzdem hier einen Investor Relations Bereich beispielsweise, wo es auch Präsentationen gibt, wo man hier, das ist auch noch eine interessante Folie, sehen kann, was ich eingangs erwähnt hatte, dass wir einen Corona-Gewinner hatten und dass ich jetzt hier die Corona-bedingten Zusatzumsätze, dass diese jetzt immer weniger werden. Und hier in der Folie wird einfach gezeigt, das ist die aktuelle Präsentation, dass die rückläufigen Zusatzumsätze durch Corona durch organisches Umsatzwachstum kompensiert werden. So, wieder zurück zum Aktienfinder. Wir können auch noch ein bisschen weitergehen und dann mal schauen, wie die Aktie insgesamt performt hat. Und da seht ihr, wenn man nur lange genug zurückgeht, ist ja Anfang der, ist 2004, dann haben wir hier einen Multi-Ten-Bagger vor uns. So, ganz interessant wird es jetzt natürlich, was die Bewertung angeht. Und wenn ich, hier ist übrigens auch noch interessant, der Gewinnfluss. Hier ist 2022, da seht ihr nicht operativen Betrag, Ertrag noch aus dem Verkauf hier eines Tochterunternehmens. Also was man hier nicht alles sieht im Aktienfinder. Wir sehen übrigens auch hier die Segmente
Und da muss ich auch noch drauf, das hätte ich ja fast vergessen kommen, weil ich möchte noch ein bisschen mehr sagen, was dieses Unternehmen denn eigentlich im Detail macht. Wir haben hier mehrere Segmente. Wir haben ja zum einen das umsatzstärkste Segment, Medical Plattform, klar, knapp 40% des Umsatzes. Das ist eine IT-Plattform, da sind über 320.000 Ärzte registriert und die können damit ihre Patientenakten verwalten, die können Online-Patientenkonsultationen machen, also Telemedizin heißt es. Da ist Weiterbildung drin und vor allem ist es ein Vertriebskanal für die Pharmaunternehmen, denn die können da Werbekampagnen schalten und können dann die relevanten Ärzte für ihre Medikamente beispielsweise direkt erreichen. Das wäre das Segment Medical Plattform. Dann möchte ich jetzt mal auf Site Solution gehen. Das wäre das hier mit 15% Umsatzanteil. Das sind auch IT-Lösungen drin. Wir haben ja hier ein IT-Unternehmen vor uns. Und zwar unterstützen diese IT-Lösungen Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken für den laufenden Betrieb, zum Beispiel so Rechnungserstellung oder Terminplanung. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Segment, das heißt Evidence Solution. Da geht es um Unterstützung bei klinischen Studien, zum Beispiel Rekrutierung von Versuchspersonen etc. Dann hätten wir Career Solution noch mit 6% Umsatzanteil. Das ist einfach mehr oder weniger ein Jobportal für Ärzte in erster Linie, aber so wie ich es verstanden habe, sind da beispielsweise auch Apotheker drin. Und dann haben wir hier noch aber Emerging Business. Also man sieht, dass man noch versucht, auch einen weitere Bereiche der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen abzugrasen. Und dann haben wir noch hier Overseas. Und das Overseas ist interessant, denn hier wird quasi alles subsumiert, was ich euch bereits erzählt habe. Aber das sind die Umsätze, die außerhalb Japans erwirtschaftet werden. 26,9. Mal gucken, ob das passt. Ja, das müsste in etwa passen, wenn ich diese drei Segmente hier außerhalb Japans addiere. In Japan machen sie also 73%, knapp drei Viertel der Umsätze, über ein Viertel des Umsatzes wird bereits außerhalb Japans erwirtschaftet, Nordamerika, Europa und anderen Teilen der Welt. Also man sieht es hier, wie das auch schön dynamisch wächst, der Umsatz außerhalb Japans. So, jetzt kommen wir zur versprochenen Bewertung. Da wird es nochmal richtig interessant. Wir haben uns erstmal die Multiples anschauen, dann sehen wir hier, wie krass die Aktie bewertet war Ende 2020, Anfang 2021 mit KGV, das schon an 200 geklopft hat. Das sind also KGVs. Ah, da muss ich jetzt einfach mal eine andere Aktie reinmachen wie Nvidia oder so. Die Aktie war also deutlich teurer bewertet als beispielsweise Nvidia während des ersten Hypes nach dem Corona-Crash. Holen wir uns mal kurz Tesla auf dem Schirm. Und wie das da aussieht. Und war also eine Aktie, die war wenigstens zeitweise teurer bewertet vom KGV noch als Tesla. Gut, gehen wir jetzt aber hier zurück in die Multiples. Und wir haben also die starken Kursverluste von hier, sind aus meiner Sicht in erster Linie auf eine krasse Überbewertung zurückzuführen, die sich jetzt abgebaut hat. Wir sehen hier die historischen Bewertungen, die lagen so hier um die 60 bis 70, teilweise mal bei knapp unter 50. Und jetzt haben wir ein KGV von um die 30. Also so günstig wie derzeit war die Aktie nie bewertet gewesen an das KGV. Jetzt gucken wir mal, was das heißt für den fairen Wert, wenn wir auch die Renditeerwartung mal berechnen möchten. Und wir haben hier bilanzierter, bereinigter Gewinn, die mehr oder weniger identisch sind. Ich gehe jetzt mal deshalb auf den bilanzierten Gewinn und dann lege ich den fairen Wert einfach mal so out of the box drüber, berechnet auf der historischen Bewertung der letzten 10 Jahre. Wir können auch hier beispielsweise den fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow nehmen und da seht ihr, dass der gar nicht so stark abweicht, weil die liegen nah beieinander zusammen, was auch wiederum ein Qualitätsmerkmal ist. Und man sieht hier die extreme Überbewertung, als die Aktie bei über 10.000 japanischen Yen lag, der faire Wert aber hier bei um die 4.000 war. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil hier ergibt sich jetzt mal eine krasse Unterbewertung. Hier wäre der faire Wert aufs laufende Geschäftsjahr, was im März
nächsten Jahres, nein, diesen Jahres, wir haben ja schon 2024, also was in 3 Monaten quasi zu Ende ist, bei etwas über 5.000 bis 5.500 japanischen Yen, je nachdem, welchen Fernwert ich nehme, da hätte die Aktie also ein Aufwärtspotenzial von über 100% kurzfristiges. Jetzt müssen wir uns aber, das sollten wir uns jedoch, die Wachstumsraten mal anschauen hier in der Vergangenheit. Da ist der Gewinn gestiegen in vielen Jahren um die 20%, wenn ich mir hier die letzten Jahre anschaue. Und dann nochmal, aber auch wegen Verkauf des Tochterunternehmens hier sogar um die 70%. Und dann, weil noch Corona dazu kam als Booster, hier dann die Normalisierung. Aber hier haben wir Wachstumsraten von um die 20%, auch beim Cashflow, mal drüber, mal drunter. Ich würde mal sagen, so um die 20% plus leicht. Und hier haben wir Wachstumsraten nur noch im leichten einstelligen Bereich, also so um die 12% beim Gewinn. Das heißt, die Gewinnentwicklung, und das möchte ich jetzt mal noch kurz noch mal optisch überprüfen, die soll hier eher rückläufig sein. Man sieht es nicht so wirklich optisch, dass die Gewinnentwicklung jetzt da hier höher war als da, aber man sieht es hier anhand der Kennzahlen. Jedenfalls bin ich der Meinung, wir sollten das berücksichtigen. Das heißt, ich würde jetzt auch hier die Multiples, die benutzt werden, um den Fernwert hier zu berechnen, deutlich nach unten korrigieren, damit wir zu einer deutlich vorsichtigeren Bewertung kommen. Das heißt, ich würde das KGV auf den bilanzierten Gewinn auf 30 runter korrigieren. Momentan ist die Aktie mit 32,6 bewertet. Mache ich hier 30 und man wird jetzt sehen, wie hier der faire Wert, diese grüne Linie, nach unten springt. Hier haben wir 30 jetzt und ich würde das beim Kurs-Cashflow-Verhältnis auch machen. Momentan bei 26,8 und dann hätten wir hier also die Überbewertung mehr oder weniger abgebaut, komplett. Und jetzt muss ich ein bisschen noch reinzoomen, vielleicht noch mehr reinzoomen und dann haben wir hier mit den Hilfslinien, wir haben jetzt hier den Aktienkurs, jetzt gucken wir einfach mal, was wir jetzt für eine Renditeerwartung hätten. Bei der Aktie, dann nehme ich auch den etwas niedrigeren, fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow. Und dann hätten wir ja hier aufs Jahr eine jährliche Renditeerwartung von knapp 12%. Also nach wie vor ein Outperformer, trotz der deutlichen Korrektur nach unten. Und das meiste davon, gut 90% davon, kommen dann durch Kursgewinn zustande und das andere über Dividende. Halte ich für interessant. Man kann natürlich auch noch hingehen und sagen, ich setze jetzt ein Kauflimit und wenn ich jetzt mich für die Aktie interessieren würde, steigt das sukzessive ein. Ich weiß schon, dass es Kommentare jetzt wieder geben wird, die dann wieder sagen, oh, das ist ja hier charttechnisch ein Griff in das Fall, ein Griff ins fallende Messer. Wir sehen das Ganze oder ich sehe das Ganze fundamental und ich sehe es jetzt so, dass die Aktie fundamental auch wirklich interessant bewertet ist. Ein sehr interessanter Wert, finde ich. Und jetzt wäre natürlich spannend, was ihr von der Aktie haltet. Schreibt es in den Kommentaren unten rein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war interessant und bis zum nächsten Mal. Ciao.